Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein XXL Action Haul für euch. Ich habe so viele tolle Produkte gefunden. Darunter sind auch Neuheiten, aber auch Dekoprodukte, Organisationsprodukte, also aus den verschiedensten Kategorien. Wenn euch solche Action Videos gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ich lade regelmäßig Action Videos für euch online, zum Beispiel jeden Monat mehrere Action Shopping Vlogs. Dann nehme ich euch live mit zu Action und zeige euch, was es aktuell so Neues gibt und was es eben aktuell dort zu kaufen gibt. Ansonsten kommt auch immer ein Action Haul online. Bevor es losgeht, habe ich natürlich noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, was euer Lieblingsgetränk ist. Also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Passend zur Videofrage fangen wir mit Getränken an. Und zwar habe ich mir hier drei Eisteesorten von Arizona Eistee mitgenommen. Bei Action gibt es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Sorten und auch voll die außergewöhnlichen. Also ich habe mir jetzt mal drei mitgenommen. Einmal hier Green Tea Granatapfel, schmeckt sehr gut. Dann habe ich mir auch noch Wassermelone mitgenommen und auch Pfirsich. Oh, ich liebe Arizona Eistee einfach und wie gesagt, beim Action gibt es die eigentlich immer und so viele coole Sorten, finde ich total toll. Weiter geht es dann mit einem Aufbewahrungsprodukt, das habe ich mir schon öfters gekauft. Ich habe jetzt nochmal eins gebraucht und ich finde das einfach total praktisch. Das ist eine Box, ist vierteilig sozusagen und in einer Box es sind 8 verschiedene Fächer und da kann man einfach so schön die Kleinigkeiten einsortieren, also Bastelartikel, aber auch ja, für die Werkstatt Schrauben und sowas. Also da passen richtig gut die Kleinigkeiten rein und das sieht super organisiert aus. Dann habe ich hier solche Konfetti-Luftballons mitgenommen. Die sind so cool, weil ich habe die für unser Richtfest schon benutzt. Da habe ich eine riesige Luftballongirlande gebastelt und die haben sich so gut gemacht. Deswegen habe ich mir gleich nochmal 2 Packungen mitgenommen, weil dieses Jahr stehen einfach so viele runde Geburtstage auch an und deswegen fand ich das so cool. Die gibt es allerdings auch noch mit einer Herzform, also die sehen auch super süß aus. In einer Packung sind 6 Stück drinnen, waren auch super günstig, wie ich finde, für 99 Cent. Und in den Luftballons ist eben so viel Konfetti drinnen, das ist ein richtiger Hingucker, finde ich. Ich habe dann was richtig Cooles gekauft, das habe ich mir schon öfters angeschaut. Und zwar ist es eine elektrische Ballonaufblaspumpe sozusagen und oh, die habe ich gebraucht für diese Ballongirlande. Wir hatten ja Richtfest, da verlinke ich euch den Vlog dazu, habe ich euch auch mitgenommen und die Ballongirlande ist einfach so super geworden mit der Maschine. Also das ging total schnell, man musste die Luftballons einfach nur drüber stecken und dann wurden die schon aufgeblasen. Also das ging sowas von flott, also echt der Wahnsinn und wie gesagt, dieses Jahr stehen viele runde Geburtstage an. Ja, und da macht sich das natürlich toll. Ich finde, solche Luftballongirlanden sind einfach ein Hingucker. Und ja, ich bin jetzt richtig glücklich, dass ich das habe und ich denke, das werde ich noch oft genug gebrauchen. Dann habe ich hier diese kleinen Schüsselchen neu entdeckt in diesem wunderschönen Farbton in Beige. Gibt es auch noch in anderen Farben, noch in Hellblau und auch noch in anderen. Auf jeden Fall habe ich mir hier diese 2 kleinen mitgenommen. Gibt es auch noch in größer und auch noch als Teller. Genau, und ich habe mir hier 2 mitgenommen. Finde ich total praktisch für Dips oder andere Kleinigkeiten einfach. Also ich greife irgendwie in meine Tüte, also wundert euch nicht, wenn die Sachen durcheinander kommen sollte. Ich habe auf jeden Fall eine riesige Tüte. Weiter geht es mit Kleber und zwar von Patex. Ja, Action hat auch Marken. Ich habe mir hier diesen Gelkleber mitgenommen, der ist auch extra stark. Neu entdeckt habe ich dann auch dieses faltbare Kissen, da habe ich gleich 2 Stück mitgenommen. Gibt es auch noch in Blau, ich habe mich jetzt für Grau entschieden. Und ich fand das super praktisch, wenn man mal unterwegs ist und das hält auch warm, weil das ist, ich glaube auch Styropor oder was das ist. Ne, Material XPE, also keine Ahnung, aber das isoliert voll gut. Und ich fand das wirklich, wie gesagt, so praktisch. Da habe ich mir jetzt mal 2 mitgenommen. Mit durften dann auch wieder Wärmepflaster. In einer Packung sind 2 Stück drinnen. Das sind jetzt die, wo man nicht direkt auf die Haut auftragen kann oder aufkleben kann, sondern auf die Kleidung. Und die halten bis zu 12 Stunden warm. Ich habe mir dann auch noch eine Packung von diesen Glasstiften mitgenommen. Finde ich auch richtig cool. Gibt es auch in verschiedenen Farben. In einem Set sind immer 4 Stück drinnen und ich habe mich da eben für Gold,
Pink, Weiß und Schwarz entschieden. Die schreiben eben auf Glas, Porzellan und auch Metall. Weiter geht es dann mit solchen Setzling-Töpfen. Habe ich in der Gartenabteilung gefunden. Ich habe mir gleich zwei Packungen mitgenommen. Einmal sind die ein bisschen größer, das sind 8 Töpfe enthalten. Und dann habe ich hier diese etwas kleineren mitgenommen. Das sind gleich 12 Stück drinnen. Weiter geht es mit Party-Deko. Ich habe dann hier auch noch diese Packung Luftschlangen mitgenommen. Waren auch total günstig und ich finde, solche kann man auch immer gebrauchen. Die haben vor allem auch so eine richtig schöne, kräftige Farbe. Von Spargo habe ich dann hier diese Reinigungsbürste mitgenommen in Grau. Die ist auch aus Gummi. Ich glaube, die hält richtig lange und die kann man auch eben wieder auswaschen. Das fand ich ganz toll. Und ja, die ist vor allem ideal zum Reinigen von Töpfen, Pfannen, Geschirr und mehr. Also ja, damit kann man, denke ich, ganz, ganz viel reinigen. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt eher für Grau entschieden. Jetzt kommt eins meiner Highlights und zwar gibt es bei Action ganz neu diese Marmor. Tablett, sage ich jetzt mal. Das ist aus echtem Marmor, gibt es in ja einem dunklen Ton, aber auch in Weiß. Weiß war bei mir leider schon ausverkauft, aber ich finde den auch schön und wenn es Weiß wieder gibt, glaube ich, werde ich mir auch noch zwei mitnehmen. Ich liebe einfach diesen Marmor-Look. Ja, und ich finde das einfach so genial, dass es das auch beim Action jetzt gibt. Und vor allem ist das halt echt nicht teuer dort. Oh Mann, also das hat mich wirklich richtig gefreut. Ja, aus der Schreibwarenabteilung oder Bastelabteilung habe ich mir dann auch noch diese Packung Kalligraphiestifte mitgenommen. Finde ich so cool einfach. Ja, und da gibt es je 4 Stifte in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Farben. Also da gibt es auch verschiedene Packungen mit anderen Farben. Ich habe mich jetzt ja für diese einfach entschieden. Da ist Pink drinnen, also ein dunkleres Pink, ein helleres Pink. Bluebell, also so ein Lila und auch Blau. Das sind solche flexiblen Marker und die Tinte ist auf Wasserbasis. Ist ideal für ja, Handschriften und auch kreative Kalligrafie. Dann musste ich diese Blumensamen von diesen wunderschönen Pfingstrosen mitnehmen. In einer Packung sind 2 Stück enthalten und ich habe mich jetzt hier für Weiß entschieden, aber auch für Rosane. Also ich konnte mich kaum entscheiden, deswegen habe ich beide mitgenommen. Ich liebe Pfingstrosen einfach und ja, bin gespannt, ob die bei uns im Garten was werden. Dann habe ich diese 2 schwarzen ja, Kerzenuntersetzer oder generell Untersetzer mitgenommen. Gab es auch in Silber. Ich habe mich jetzt für, ja, das ist, finde ich, so ein matt schwarz entschieden. Kann ich mir auch sehr gut eben vorstellen für so Blockkerzen als Untersetzer, wenn man mal ja was braucht. Schwarz geht sowieso immer. Für meine Neffen habe ich dann hier eine Packung Kreide mitgenommen, war auch super günstig. Und das sind 5 verschiedene Farben enthalten und insgesamt, es sind nämlich voll viele Kreidestifte enthalten, sind 15 Stück enthalten. Hier sieht man die. Dieses Fardeo habe ich dann auch gefunden, habe ich auch neu entdeckt in der Beauty-Abteilung. Und zwar heißt das Fresh and Free, gab es auch verschiedene Sorten. Ich habe mich jetzt mal für dieses Grün entschieden, hat 0% Aluminium, was mir immer persönlich super wichtig ist. Und außerdem ist das mit Magnesiumkomplex und duftet nach Limetten- und Kokosnussduft. Also ein richtig schöner, frischer Sommerduft, wie ich finde. Für das Richtfest habe ich dann auch noch diese Girlande mitgenommen, da habe ich 3 gleich mitgenommen, deswegen kann ich euch auch noch eine verpackt zeigen, die werde ich aufheben, weil sowas kann man auch oft gebrauchen, wie ich finde. Ist auch total schön bunt, gab es auch noch in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt eher für diese helleren Farbtöne entschieden und die ist einfach 10 Meter lang und hat 20, ja so Wimbel. Weiter geht es mit diesem Kugelschreiber-Set in verschiedenen hellen Tönen. 5 Stück sind insgesamt drinnen und die haben so ein ja, Blättermuster, gab es auch noch in Palmen, in einem hellrosa, grün und noch in einem rosa Ton. Ich finde, die schreiben richtig gut und die schreiben blau. Also ich schreibe am allerliebsten mit blau, muss ich sagen. Mit welcher Schriftfarbe schreibt ihr am liebsten? Schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Ach, ich habe ja dann noch weitere Blumensamen mitgenommen und zwar sind die extra einmal für Bienen. Das ist gleich ein Set mit verschiedenen Blumen. Also ich fand die so, so schön und das sind insgesamt 5 enthalten. Genial, oder?
Also wie gesagt, das ist jetzt für die Bienen und dann gab es auch noch eine extra Packung für die Schmetterlinge. Ich habe mir natürlich gleich beide mitgenommen, weil ich einfach ja die Schmetterlinge und Bienen und generell auch die Insekten einfach bei uns unterstützen möchte. Ja, und in jeder Packung sind andere Blumen enthalten. Richtig toll. Weiter geht es dann mit diesem Set Holzklammern. Auch sehr praktisch, weil ich habe ja auch eine Lichtergirlande gemacht, wo ich dann Fotos bei unserem Richtfest raufgehängt habe und da sind mir dann die Klammern ausgegangen. Da habe ich mir gedacht, nächstes Mal passiert mir das nicht, wenn ich auch wieder sowas in der Art machen werde. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Packung noch mitgenommen und ich finde, die kann man hier auch richtig super rein sortieren und dann ist einfach alles geordnet. Für DIYs habe ich dann auch noch von Patek so einen Holzkleber mitgenommen. So einen kann man auch immer gebrauchen, war auch total günstig bei Action. Deswegen habe ich ja den mal mitgenommen. Mit meinen Lieblingsboxen geht es weiter. Ich habe mich hier 5 Stück von dieser ganz kleinen Größe mitgenommen. Die sind einfach mega. Vor allem sind die perfekt zum Organisieren. Deswegen durften nochmal 5 mit, haben alle einen Deckel. Für meine Neffen habe ich dann auch noch diese 2 Packungen Pylonen mitgenommen. Ich finde, das macht sich ganz gut. Ja, weil wir ja eine Baustelle zu Hause haben und die Jungs mögen sowieso so gern, ja, Baustelle und so generell. Und deswegen habe ich mir gedacht, können sie das dann auch ein bisschen nachspielen? In einer Packung sind 4 Pylonen, ja, enthalten. Auch für ein DIY-Projekt habe ich mir ganz viele Pinsel mitgenommen. Insgesamt 6 Stück in je verschiedenen Farben. Also, Farben, Größen meine ich. Auf jeden Fall. In den Größen 5, 8, 10, 12, 14 und 16. Weiter geht es mit diesen Partygabeln aus Bambus. Kann man eben ja auch verwenden, wenn man solche Marshmallow-Spieße oder irgendwas ja machen möchte. Dann durfte auch wieder dieser Abfallsack mit in Lila, der nach Lavendel duftet. Den mag ich echt gerne und das ist ein Medium. Und da passen 30 Liter rein. Was zu essen durfte auch mit, und zwar diese Süßigkeiten. Die Mauer am Kracher, die hatte ich schon so lange nicht mehr. Da hatte ich richtig Lust drauf. Ja, und dann auch noch eine Packung Batterien. Und zwar sind das die 2xA-Batterien. 8 Stück in einer Packung. Hier seht ihr jetzt meine letzten 2 Videos. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Das war's jetzt mit meinem Action Haul. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen Kommentar. Oder wie gesagt, abonniert mich. Ich würde mich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.